Hallo Freunde, heute steht mein 70. Lauf in Folge an. Ja, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Bock, heute raus zu gehen. Ich war heute Morgen noch draußen, war ein bisschen laufen, also wandern in Achern, im Wald, habe da aber kein Video gemacht, sondern einfach so gelaufen ein bisschen. Mit einer guten Bekannten, ein bisschen gequatscht. Ja, und dann war ich daheim und ich habe den 70. Lauf eigentlich dauernd so vor mich hergeschoben. Und wenn ich jetzt rausschaue, ja, es ist halt mal wieder regnerisch, sehr windig. Ja, und wie gesagt, ich habe heute irgendwie echt keinen Bock zum Laufen. Es regnet immer wieder ziemlich stark, dann hört es wieder auf. Jetzt haben wir gerade wieder so Regenpause und ja, ich möchte den Lauf nicht abbrechen. Von daher, ich ziehe mich jetzt an, ich gehe jetzt raus. Momentan, wie gesagt, es regnet gerade nicht. Es windet nur recht stark. Und ich gehe jetzt laufen, egal was ist. Und wenn jetzt alles runterschüttet, Scheiß, Entschuldigung, Schnupp, egal, ich gehe jetzt rauslaufen. Ich nehme Kamera mit, allerdings ohne Mikrofon, weil es geht eh in dermaßen Wind. Und wenn es dann regnet, ja, das macht dann keinen Sinn. Also wie gesagt, ohne Mikrofon, ich nehme nur die Kamera mit. Vielleicht vertone ich hinterher ein bisschen nachträglich noch was, das seht ihr ja dann. Aber ich nehme euch mit und dann mal gucke, ob wir in den richtigen, ja, in den richtigen Regen reinkommen oder ob wir Glück haben und es geht einigermaßen gut vonstatten. Ja, deswegen packen wir es an, solange es noch einigermaßen hell ist, weil ich denke mal, demnächst wird es auch dunkel. Dann ist es ja noch schlechter zum Laufen. Also auf. Ich würde sagen, packen wir es, hä? Ja, mein Fazit zu diesem 70. Lauf in Folge: Wenn man mal der innere Schweinehund überwunden hat und sich vom Sofa losreißen konnte, dann macht es draußen auch wirklich richtig, richtig Spaß zum Laufen. Also, was kann ich dazu sagen? Motiviert euch und raus auf die Strecke. Es lohnt sich. Bis dann.